Lisa Bogdanic ist Trainerin des SV Heimstetten. Sie ist hier, um ihren Traum zu leben, im Fußball zu arbeiten und Leute zu fördern. Das Kuriose dabei ist, sie trainiert eine U17-Mannschaft in der Bezirksoberliga. Frau Bogdanic, schönen guten Tag. Hallo. Ich freue mich, dass Sie jetzt vorm Training sich die Zeit nehmen. Sie sind jetzt seit dieser Saison hier. Sie haben den Kollegen Dawidowski ersetzt, der sich verletzt hat. Wie kam der Wechsel zustande? Der Wechsel kam zustande. Ich war verfügbar zum Ende der Saison. Ich komme ja nicht gebürtig aus München, hatte demnach Zeit oder musste auch reinfinden. Und da kam der SV Heimstetten auf mich zu und hat gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, nächstes Jahr hier die Mannschaft zu übernehmen. Das Gespräch war von Anfang an wirklich gut. Also wir waren direkt auf einer Wellenlänge. Wir konnten uns inhaltlich direkt sehr, sehr gut austauschen. Und dann dauerte das ehrlich gesagt keine 3 Tage und da war der Vertrag unterschrieben. Wie kam so der Kontakt zustande? Also es gibt ja gerade hier auch im Münchner Amateurbereich sehr viele Trainer, die ja auch eine Qualität vorweisen. Wie kam dann der SV Heimstetten, beziehungsweise wie kamen Sie dann auch auf den SV Heimstetten und haben gesagt, ja, ich würde das gerne machen? Der Kontakt kam über den Roman Langer. Roman Langer selbst viel im Frauenfußball unterwegs gewesen hier. Der Jugendkoordinator kannte mich über Hörensagen, hat dann irgendwann den Kontakt zu mir aufgenommen. Und dadurch, dass ich viel für den Bayerischen Fußballverband noch arbeite und Trainer ausbilde, kam so der Kontakt zustande und wir haben uns getroffen und dann ging das recht schnell. Wie haben so die Spieler reagiert in dem Alter von 15 bis 16, als sie wussten, nee, da kommt eine Frau? Also direkt in der Pubertät ist ja dann doch was Besonderes, oder? Definitiv. Also ich kann jetzt nur aus meiner Wahrnehmung sagen, als ich vorgestellt wurde der Mannschaft, hatten wir einen Kader, zu dem Zeitpunkt war gerade Umbruchphase, von 24, 25 Leuten in der Kabine sitzen. Ich glaube, die Blicke waren sehr überrascht. Nachdem ich dann vorgestellt wurde und auch mitgeteilt wurde, was für Lizenzen ich habe und wo ich trainiert habe, war der Blick, glaube ich, wieder überrascht. Und ich glaube, so die ersten 2 Einheiten waren wahrscheinlich komisch für den einen oder anderen. Und spätestens, nachdem wir die aber durchgeführt hatten und sie gesehen haben, wie trainiere ich, wie ticke ich, war das eigentlich ganz schnell kein Thema mehr. Die Rückrunde hat jetzt bereits begonnen. 2 Spiele gab es. Gegen Geretsried gab es einen 3:1 Erfolg. Letzte Woche gegen Stern, das Derby, gab es eine 2:1 Niederlage. Wie beurteilen Sie jetzt so die BOL, die Bezirksoberliga? Also ich würde sagen, die BOL ist doch sehr unterschiedlich. Ich würde sie nicht als ausgeglichen bezeichnen. Wir haben ein Unterfeld, wir haben ein Oberfeld, aber in den beiden Regionen ist es wieder ausgeglichen. Das heißt, das Unterfeld, die Mannschaften, die um den Abstieg spielen, sind doch den Ticken schwächer als die Mannschaften, die dann eben Mittelfeld und nach oben hin spielen. Aber Mittelfeld und nach oben hin ist wieder sehr, sehr eng. Also ich glaube, wir waren zum Auftakt der Rückrunde 5 Punkte hinter dem, waren 5. Platz, 5 Punkte hinter dem 2. Da sieht man, wie eng das Ganze ist. Und ich würde uns einsiedeln im oberen Mittelfeld. Gerade als Frau hat man es, ich sag mal, immer schwerer in einer Männerdomäne. Wie verschaffen Sie sich Respekt gegenüber einer U17-Mannschaft, die ja vielleicht auch im Kopf anders tickt, die ja auch Frauen jetzt erstmal im Kopf haben? Durchaus haben die sicherlich auch Frauen im Kopf. Ich glaube, wir haben unsere Späße am Platz und ich mache da einfach mit. Ich glaube, dass es mittlerweile gar nicht mehr so ist, dass sie mich als Frau oder als Mann oder wie auch immer wahrnehmen, sondern einfach als ihr Trainer. Besonders Respekt, dass ich jetzt ein Credo habe oder irgendwas mache, habe ich nicht. Ich glaube, ich bin ich und bin jemand, der extrem auf Inhaltliches achtet, der extrem präsent ist, der sehr viel mit den Spielern spricht. Und ich glaube, darüber hole ich mir meinen Respekt, ohne dass ich das gezielt anstrebe. Aber strenger so im Umgang gegenüber den männlichen Kollegen eventuell? Also ich weiß nicht, ob ich strenger den männlichen bin. Also ich habe auch schon mal eine Westfalen-Auswahl-Mädchenmannschaft trainiert und ich glaube nicht, dass ich hier strenger war als da. Ich glaube, ich bin immer gleich streng. Ich glaube, dass ich generell vielleicht eher der strengere Typ am Anfang bin und nach dann lockerer werde, wenn dann auch so die Disziplin da ist und die Jungs wissen, wie läuft das Ganze. Aber ich glaube, wir haben so einen Mix aus, sie wissen schon, was Sache ist und es ist streng, aber wir haben auch Spaß und machen unsere Gaudi. Und jetzt kommt Inka Grings. Sie unterschreibt beim Regionalligisten SV Strehlen. Was glauben Sie, wann wird es die erste Frau im Profibereich zwischen der ersten und dritten Liga geben? Ich glaube, es dauert noch ein bisschen, aber ich würde mir wünschen, dass es schnell geht, weil für mich steht Qualität und Leistung im Vordergrund und nicht das Geschlecht. Ich glaube, dass der Fußball da wirklich auf einem guten Weg ist. Ja, der war da ja immer ein bisschen hinterweltlich manchmal so, aber ist, glaube ich, auf einem guten Weg. Und ich freue mich enorm, dass Inka Grings, ja, die ja selbst mehrfache Nationalspielerin ist, dass sie jetzt da den Fuß reinkriegt. Und ich habe über gute Quellen gehört, dass sie wirklich verdammt gut ihren Job machen soll und freue mich, dass sie da die Chance bekommen hat. Ich glaube, jeder Trainer hat so seine Ambitionen. Heimstetten ist sicher auch nicht ihre letzte Station. Wann sehen wir Sie eventuell im Trainer, im Profibereich? Ah, das wäre ein Traum. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht mehr ganz so möglich ist, aber vielleicht kann ich ja mit meiner Mannschaft nächstes Jahr noch eine Liga hochklettern, ja, das wäre so ein Traum und dann wären wir schon wieder noch näher an dem Weg sozusagen ganz oben.
aber ich muss sagen, für mich ist Ausbildung ein ganz, ganz wichtiger Punkt, so dass ich sagen muss, auch in der BOL kann ich die Jungs ausbilden, kann denen viel mitgeben, dass vielleicht der ein oder andere irgendwann den Sprung in die erste Mannschaft macht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.